Freunde von Heise, ich grüße euch, hier ist die Walli. So, heute fangen wir nochmal an für euch zu kochen. Wir kochen wieder etwas vegan. Und das ist ein Süßkartoffelgericht. Wie heißt denn das? Das ist noch ein bisschen Urlaub-Feeling, würde ich sagen. Ja, kann man auch bald so nennen. Ein Hauch von Urlaub, ehrlich. Also es ist sowas ganz Leckeres. Und da braucht ihr Süßkartoffeln, also so sehen die aus. Manche kennen die noch nicht. So kleine rötliche Kartoffeln, da braucht ihr 2, 4, 6 bis 7 Stück. Ja. 2 Äpfel braucht ihr. 1 Teelöffel Zimt, 1/2 Teelöffel Chili, 1 Teelöffel Ingwer gemahlen. Ich habe jetzt frischen Ingwer genommen, der ist ein bisschen intensiver. Prise Muskatnuss, italienische Gewürzkräuter. Salz und Pfeffer darf auch nicht fehlen. Dann könnt ihr eine Limette nehmen oder ihr nehmt einfach mal nochmal eine Chilisauce. Also kann sich dann jeder so ein bisschen nach Geschmack auslegen. Ja, am besten fangen wir jetzt mal an. Wir nehmen erstmal. Ach ja, was ihr auch noch braucht, ein Backblech, das ihr auslegt mit Backpapier. Okay. So, also jetzt fangen wir schon mal an. Wir schneiden erstmal die Süßkartoffeln, schälen wir erstmal. So als Fazit. Ja, wie eine Kartoffel, ne? Ja. Oder? Die ist auch schön, schön rot. Ja, die hat so ein bisschen anderen Geschmack jetzt als die normale Kartoffel, die ihr so kennt. Also die ist so ein bisschen, hat mehr Aroma. Also ich finde die besser. Ja, also mir schmeckt die auch besser. Also die hat wirklich Geschmack und Aroma und ist sehr gesund, habe ich mir sagen lassen. Also das soll wirklich sehr, sehr viele Vitamine haben. Ja. Was ja auch immer sehr wichtig ist. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es auf den Winter zugeht, Freunde, denkt an Grippe und so. Ja, kann auch, ne, aber also ich bin sehr, vorne, machen wir ein bisschen sauber. Ja. So, ja, so machen wir das jetzt mit dem Ganzen erstmal. Alle schält sie jetzt. Ja, schält jetzt erstmal alle durch. Was ist denn jetzt Schritt 2 hier? Also hier, die sind schon geschnitten mit dieser. Ah, die geschält, ne? Geschält. Ja, Schritt 2. Ja, warte, ich gehe auf der anderen Seite. Dann sehen wir dich auch. Genau, jetzt haben die Äpfel geschält. Ja. Ups, boing. Schält sie auch mit zu? Schält sie auch mit zu den Augen? Nein, warum? Weil die Zwiebeln mal so geschält hast. Die Zwiebeln, das brennt ja auch. Ne? Ja. Nee, das war das Kerngehäuse natürlich raus. Natürlich. Sollte ein warmer Apfel sein, dann habt ihr einen guten Apfel erwischt. Ja. Dann wisst ihr nämlich, dass der nicht gespritzt ist und total natürlich. Ja, ich schmeiß den Apfel nicht weg. Schneid den Wurm raus und gut ist. Und gut ist. Hört man ihn? Nein, das ist kein ihn. Das ist ja, dass das ein guter Apfel ist. Ja, ungespritzt und alles. Aber das wissen alle. Das wissen nicht alle. Ich denke, wir gerne im veganer Bereich sind und auch schon biologisch schon. Ja, weil wir haben ja nicht nur Freunde, die Veganer sind. Jo. Ja, jetzt schälst du den Apfel. Den roten Apfel. Den roten. Ja, den roten Apfel. Der ist ja ein bisschen, weil die was Süßwischer ja. sind. Genau. Und wie schneidest du den jetzt? Würfelst du den? Ich würfel gleich alles. Die Kartoffeln, alles wird gleich gewürfelt. So. Dann geht's die Äpfel würfeln. Nicht, Kinder, bitte nicht nachmachen. Schön auf Brettchen arbeiten. Kannst du das mal zeigen? Das ist ja. Okay, ich schneide nochmal hier durch. Dann schneidet ihr das dann einfach so. Genau. Das ist so kleinere Würfel. Das darf ich da halt. Ja, also sieht die von innen aus. Ja, also richtig schön rot. Ja, die schneide ich jetzt auch. Die Würfel. Ja. Sogar auf dem Brett. Ja, ich zeige es euch nur mal. Warum? Was? Warum machst
du das? Ja, ich kann das so besser packen. Ich kann das irgendwie. Geht das noch einmal in der Mitte durch? Wenn die Finger ab sind, wirst du da Bescheid, was passiert ist. So, und jetzt ist das. Hast du da jetzt schon kleine Knöpfchen? Ist das, boah, ist das viel geworden? Riecht das lecker. Echt? Ja, ne? Was ist denn das? Das Zimt. Mhm. Wie viel Zimt? Zimt war ja der Teelöffel. Und der halbe Teelöffel Chili. Ja, Chili. Mhm. Da jetzt vermengt. Ich bin das jetzt am vermengen. Chili-Pulver. Mhm. Geht hier runter. Ja. Dann kommt etwas Italienisches. Mit dem Zimt? Ja. Wie viel Chili-Pulver? Das hatten wir eben schon zweimal gesagt. Okay, dann kommt. Ich irritiere mich damit immer. So, jetzt kommt die italienische Gewürzmischung. Wie viel davon? Ja, so müssen wir jetzt mal gucken. Also ich mache da jetzt mal so einen Teelöffel rein. Mhm. So, dann Muskat. Ja, ich gebe jetzt auch so einen flachen Teelöffel. Wie ihr seht, ist das schon eine Menge. Ja, klar. Jetzt kommt Salz und Pfeffer. Das ist sehr grob, das Salz. Oh ja. Da kommt ja einiges drauf. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kann lieber was nachwürzen. Ja. Einen Ingwer nehmen, aber wie gesagt, ich habe jetzt frisch gemacht. Auch einen Teelöffel? Habe ich gerieben, ja. Teelöffel Ingwer. So, das wird jetzt alles so ein bisschen untermischt. Mhm. So. Das wird jetzt alles hier reingestreut. Ja. Das riecht richtig schön würzig alles. So. Jetzt wird das hier alles erstmal untermischt. Das riecht voll gut. Mhm. Mal gucken, ob ich das richtig jetzt machen. Ja. Oh, das riecht wirklich richtig gut. Wenn die Äpfel auch hochkommen. Die Äpfel auch hochkommen. Ich mache mal größer. Mhm. Ich tue ein bisschen. Ein bisschen kann man noch was drauf tun. Ich tue ein bisschen nach. So, mit Zimt. Mhm. Ich hole ein bisschen Zimt, ich will das haben. Mhm. So eine Prise Zimt haben. Ja. Man kann es auch indirekt auch später nachwürzen, aber das kommt dann weiter aus. Mhm. Aber ich glaube, das hartet auch erstmal mit der Würze. Das ist dann alles überkocht. Das ist voll gut. Mhm. Mit Zimt kannst du gar nicht überwürzen. Nee, Muskat hat man eben auch schon reingetan. Ja, ich würde jetzt mal sagen, das reicht ja erstmal. Ja. So, jetzt tun wir das hier alles. Blech verteilen dann. Blech verteilen. Mhm.
aufpassen, damit die nicht so sehr übereinander liegen. Und die einen da und die anderen da. Richtig. Und wie lange muss das dann ungefähr? Circa 10 bis 20 Minuten. So, dass die richtig schön knusprig sind, denn, ne? Da habt ihr einen Hauch vom Urlaub. Ein Hauch, genau. Sachen waren ja sehr skeptisch. Ja, manchmal war wirklich sehr skeptisch. Wir haben gedacht, Süßkartoffeln, nein. Ob das schmeckt, man weiß es nicht. Und dann? Schon mal so ein Einnehmen, so erkundig mal, noch nicht, nee, ein bisschen das. Und dann muss man selber, wie das eine erste Gericht, was wir schon gemacht haben. Das kann ich immer wieder sagen, Kinder, macht es nach. Leute, macht es nach. Denn das schmeckt super lecker, gut. Und wir haben so viel gemacht, dass wir sozusagen nochmal sagen, okay, das können wir nochmal einfrieren für irgendein Wochenende, wenn wir mal wieder was unternehmen wollen. Genau. Ja, und was hier auch immer ist, das ist hier das Gericht, es geht's gut, sage ich einfach mal, für 4 Personen mit gutem, großen Hunger. Ja, und das ist ja doch schon eine Menge. Einiges, ja. Ja. Natürlich kann man dasselbe auch mit 4 Süßkartoffeln machen. Kommt an, wie viele Leute ihr seid. Da kommt immer drauf an. Ihr könnt aber auch einen leckeren Salat machen. Ja, können wir auch dabei noch machen. Das werden wir auch gleich auch machen. Ja. Ein Zusatz. Ich würde es zwar ein bisschen drüber, muss ich ja zwischendurch immer mal rühren. Umrühren. Aber ich denke mal, wird zu weit. Okay. Ja, es ist aber nicht so extrem. Das ist auch noch ein Löffelchen so. Ja, tief von rüber. So. Ja, dann geht es jetzt rüber. Mit 200 Grad. So, wir können das jetzt gut 20 Minuten. Ich kann das jetzt erstmal backen. Ja. Wie sieht es aus? Ja, es riecht schon. Oh, das riecht wie Weihnachten. Oh ja. Nicht lecker. Aber es riecht jetzt lecker. Mhm. Oh, es riecht jetzt lecker. Mhm. Kann man das schon mal kriegen? Weil die Menge braucht ein bisschen länger. Da 15 Minuten ist das jetzt drin, ja. Also nochmal 15 Minuten. Das ist richtig schön knusprig. Das sieht hier aus. Raus. Ja. Da drückt man schon. Da drückt man aber sicher. Fühlt sich hier was? Oh, das riecht so gut. Und hier noch ganz hart. Ja? Aber es wird, oder? Ja, es wird. Leute, jetzt brauche ich durch Geruch Fernsehen. Ich habe 10 Minuten brauchen wir noch. Ja? Na dann. Wir brauchen schon ein bisschen über eine halbe Stunde. Das ist jetzt aber auch eine Menge, ne? Ja, eben. So. Das riecht gut. Ja, also sieht lecker aus. Ja, also wer es noch dunkler mag, der kann es ja im Dunkeln machen. Dann stelle ich euch alles selber frei. Mir reicht das so. Ja, doch. Ja. Für dich reicht das auch, die Menge. Ja, die reicht mir auch. Ich putze das jetzt alles alleine. Also, so dazu jetzt gleich alles schön mit dem leckeren Salat, den wir jetzt gleich haben. Ja, also ihr seht das ja jetzt, ist alles sehr lecker geworden. Der Salat ist ganz, zeige ich euch auch nochmal. Oder nicht? Nee, den zeigst du jetzt nicht. Gut. Ja, dann sage ich jetzt. Ach komm. Komm, ist doch egal. Wir haben einen Salat noch dazu. Also wir machen, wie gesagt, Teil 1, Teil 2. Genau. Also wir haben den Salat noch dazu gemacht, wie ihr seht. Also ist jetzt auch schon durchgezogen. Es geht jetzt alles schon mal auf den Tisch. Genau.
So. Jo. Dann sage ich jetzt einfach mal. Gut, Platzwechsel, hier bin ich. Ja. So, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ja, wenn ja, freue ich mich. Gebt auch mal Kommentare. Probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich super lecker. Ich kann es nur noch mal wieder sagen. Es schmeckt wirklich super lecker. Lasst ein Abo da. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. 1000 Abos hätten wir mal ganz gerne. Das ist ein Traum. Ich glaube, es bleibt ein Traum bei uns. Oder? Vielleicht auch nicht. Ja, wenn ihr jetzt alles schon teilt und uns helft und uns schon liked und allen euren Freunden, Bekannten, Verwandten und alles, was da so rumschwirrt, erzählt, dann könnten wir das vielleicht schaffen. Denn teilen, gibt immer für uns bestimmt neue Abos, die wir auch wirklich sehr gebrauchen können. Jo, also, vergesst das Abonnieren nicht, das Liken nicht und das Teilen nicht. Und wenn ihr schön abonniert habt, dürft ihr auch daneben auch das Glöckchen drücken. Das macht noch mehr Spaß. Also, ich sagte mal, denn wir haben Hunger. Bis zum nächsten Mal und macht nach. Ciao.